herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute bin ich wieder schon von der Kochshow. Genau. Ja. Ja. Sie sehen hier, vor kurzem war er gerade bei Bauerledig auf die Kuh. Ja. Und jetzt ist er bei mir. Ja. Leider. Ich kann noch schnell erzählen. Ja, ich hatte ja Brigitte gehabt. Eigentlich meine Traumkuh, aber die ist mir dann abgehauen. Und jetzt probiere ich es mal mit einer anderen Spezies. Mit der Spezies Frau. Genau. Und zwar werden wir heute kochen. Also ich werde kochen. Und die anderen dürfen dann ihr romantisches Dinner dort haben. Genau. Was kochen wir heute? Heute kochen wir Wasser. 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 Mit Buchstaben. Und Buchstaben. Pfanne. Und Spielglas ist für mich, für meine Nerven. Gut. Dann würde ich mal sagen, legen wir los an dieser wunderbaren Küche hinter mir. So. Ich habe jetzt mein Zeug bereitgelegt. Das Wasser, die Pfanne, den Löffel und die Buchstaben. So. Als erstes werden wir jetzt das Wasser hier sanft und vorsichtig reinschütten. Weil das ja auch nachher auf die Qualität drauf ankommt. Sehen Sie da. Und jetzt werden wir das Ganze zuerst mal erhitzen. Das wäre jetzt hier links unten die Kochplatte. Die links unten. Rechts unten, Entschuldigung, meine Damen und Herren. Jetzt werde ich jetzt wir zwar auf höchste Stufe stellen. Und dann lassen wir das jetzt ein bisschen köcheln. Und dann, nach ein paar Minuten, wenn das Wasser kocht, können wir dann weitermachen mit den Buchstaben. Zwischendurch muss man ja das Wasser noch ein bisschen rühren, dass das nicht anhockt. Das mache ich jetzt kurz. Das Wasser rühren. Und man spürt, die Hitze schon recht. Bald kommen die Buchstaben nie her. Gut. So, jetzt bildet sich schon langsam Blösli und man hört das schon langsam zisch. Ja! Komm mal raus! Jetzt kommen die Buchstaben nie. Es kocherlt schon. So, jetzt wird das wirklich sanft reintun. Wunderschön. Jetzt wird das eine halbe Stunde so kochen und dann kann man das dann schön essen. Apropos Buchstaben. Das Rezept ist von Knoll. Und hier ist noch genau die Anleitung, wie lange das hier köcheln muss. Der erste Schritt ist Inhalt in 1 Liter Seiden ans Wasser geben. Und dann steht das noch Französisch, aber ich kann kein Französisch. Dann der zweite Schritt ist umrühren und aufkochen. Das haben wir jetzt drin da. Und der dritte Schritt wäre dann 7 Minuten halb zugedeckt köcheln lassen, gelegentlich umrühren. Gut, das machen wir jetzt 7 Minuten lang. So, unsere Suppe wäre jetzt fertig. Also nicht meine, doch meine Suppe, aber die, die vielleicht, ja. Egal. So. Das jetzt schön anrichten hier. Gut, das ist mein Speziallöffel. Ruhe. So, ich muss jetzt das zuerst mal hier abschalten. Das hier überziehen. Und dann kann man das schön hier in die Teller anrichten. Sie sehen hier gerade nebenan eine Pflanze von mir. Eigenzucht Basilikum oder so. Das kann man dann auch noch drüber legen. Aber zuerst werden wir jetzt mal Buchstabensuppe schöpfen. Ups, jetzt habe ich richtig gesäulet. Aber das kann man ja wieder aufputzen. Ein bisschen mehr Buchstaben. Der Köbi lässt sich jetzt gerade parat machen. Er wartet auf sein Frauenli. Wenn ich jetzt so das schön anrichte. Hier innen sieht man den wunderschönen Tisch. Dort will ich dann alles herstellen. Vielleicht könnte man dann auch noch kurz den filmen, während ich das Zeug anrichte. Es dauert nämlich noch ein bisschen Zeit. Ich bin jetzt beim zweiten Teller angekommen. So. Jetzt wären beide Teller voll.
Jetzt haben wir dann noch von meiner eigenen Zucht Basilikum noch das Ding hier ab. Wir da eins reinlegen. Nochmal eins. Nehmen wir von da noch eins. Da reinlegen. Ah, jetzt schwimmen. Das ist wie ein Bötchen. So und da. So. Dann wären das zwei wunderschöne Teller, die wir jetzt dann würden dort herbringen. Aber zuerst warte ich noch auf den Köbi und sein Fräuli. Ja, sie ist schon wieder. Ja, auf sein Fräuli. Oh nein, Brigitte, ich komme ja schon. Du musst das schön machen. Hoi Köbi, hoi, hoi, ja, alles gut. Ja, wo muss ich durch? Ich okay. Ja. Da? Ja, genau, die. Okay. Hallo. Ah, oh, ja, ist die. Mach nichts, ich hab's. Was ist die Date? Und du weißt gar nicht. Ja, dann nehmt schon ist gut. Ja, ich habe das Wort von mir. Gut. Ja, okay. Sitzen wir ran. Ja. Ja. Dir geht's gut, Kirby. Ja, mir geht's gut. Das ist schön. Ja, dann ist er in guten Händen. Ja. Also, gerne. Hallo, da. Ja, danke. So. Machst du auch eins, Brigitte? Ja, gerne. Danke. Nein, jetzt ist es nass geworden. Ja, also, ja, macht nichts. Also, ja. Stoßen wir gerade an. Ja. Prost. Okay, fangen wir reisen. Ja, machen wir das. Okay. Guten Kirby. Gleichfalls. Oh, unser Gourmet-Koch hat gut gekocht. Ah, oh, ja. Oh, der ist ein bisschen heiß. Findest du? Ja. Ja. Wenn er ist kalt. Ja, was sind so deine Hobbys? Ich gehe gerne ins Fitnesscenter. Ja. Und ab und zu auch zum Frauenarzt, ja. Ich. Und wie ist das genau passiert mit deiner Kuh? Ist die abgegangen? So? Ja, also nur kurz so gesehen. Ja. Woche. Brigitte war die schönste Kuh auf dieser Welt, die brünstige Milchkuh. Ja. Und dann sind wir mit dem Fernseher auf die Weisewiese gegangen und haben probiert, gerade sie mitzunehmen. Aber dann ist sie einfach abgehauen, als wir sie aus dem Feld rausgenommen haben. Ja. Ja, ich denke, ich probiere mal etwas anderes aus. Tragisch, ja. Ja. Aber jetzt hast du mich von Hexi und Brigitte. Ja. Du hättest gerne ein bisschen Wasser. Ich muss das Glas ja, aber klar. Oh, Entschuldigung, ich habe meine Welle. Oh, meine Haare sind wieder im Essen. Ja. Also. Dankeschön. Haben wir doch gerne gemacht. Das Bergwasser. Berg? Ist das von dir? Auch vom Bündnerland? Ja. Ja, so. Und dann noch so ein Güllenloch, alles. Also. Okay. Mir war natürlich nur ein Witz. Es war nur ein Witz, hä? Oh nein! Was ist das? Sehr bitter. Schon schöne Kerzen noch. Ah, sie haben Eis. Aber schon schöne Kerzen. Ja. Ich würde mal sagen, tun wir abrumen und kommen zum Dessert, hä? Ja, genau. Keller bitte! Ja. Ich bin fertig!
Oh, das sieht am fein aus, hä? Ja, ist super. Was ist jetzt da genau? Bananen mit Schlagrahm und Schoki? Ja. Ja. Dann wünsche ich dir jetzt nochmal einen guten, hä? Ja, dir auch. Danke, Köbi. Ist ja fein, ja. Kommt der Schlag nochmal von dir? Hast du den auch selber gemacht? Ja, das ist von meinen Wolken. Bananen auch? Wir haben eine Bananenfarbe mit meiner Stimme. Hast du eine Bananenfarbe? Mhm. Und Jockey-Tüchs ist auch selber? Ja. Ach so. Du, was denkst du, welcher kommt eigentlich? Der Käse. Flüssig aus der Kuh raus oder schon her? Nein, eigentlich kommt schon her aus der Kuh raus. Nein, das ist falsch. Nein. Die Kuh macht ja Milch, also Milch macht man dann den Käse. Mhm. Aha. Ja, jetzt hat er schon wieder ein bisschen mehr. Ja. Jeder Tag bringt neue Sorgen. Sag noch mal gerne. Ja, ja. Was? Aha. Du bist ja so ein richtiger Hüttner, oder? Nein. Ja. Ich komme von Chur. Von Chur? Ich wohne in Chur. Und eigentlich kommen meine. Also ich bin ja in Czarnostyl aufgewachsen. Ah, ja. Von der Engadin bis Gol. Ah ja. Ja. Ja, es ist ein schönes Los dort. Haben wir ja genug gehabt. Ja. Das war jetzt wirklich gut gewesen. Mhm. Dann hätte ich dich noch eine Frage. Würdest du vielleicht nachher noch gerne mit eins tanzen? Eins tanzen? Ja. Ja, da bin ich doch immer. Ja, klar, wieso nicht? Ja, okay. Okay, jetzt wollen wir gerade hingehen. Ja, machen wir noch ein bisschen Verdauung. Noch ein Verdauung. Und dann tun wir einen Verdauungstanz machen. Ein Verdauungstanz. Okay. Oh, my God.